Wochenhoroskop Steinbock vom 5. bis 11.09.2022. Liebe und Partnerschaft. Sie sind sehr empfänglich für liebe Worte und Schmeicheleien und genießen sie in vollen Zügen. Sie strahlen eine tiefe innere Ruhe aus und mit ihrem Charme meistern sie jede Hürde ohne große Schwierigkeiten. Man kann fast sagen, dass alles in nahezu perfekter Harmonie für sie verläuft. Gesundheit und Wellness. Sie sollten alles dafür tun, dass sie sich ihren derzeitigen Zustand möglichst lange erhalten, denn sie wirken rundum zufrieden und sind sehr ausgeglichen. Gehen Sie den Weg, den Sie eingeschlagen haben, weiter und hören Sie nicht auf andere. Es ist Ihr Leben und Sie machen schon das Richtige daraus. Beruf und Karriere. Sie zeigen sich derzeit als wahrer Teamplayer und wirken damit positiv auf Ihre Kollegen ein. Das bleibt auch dem Chef nicht verborgen. Single und Flirt. Stecken Sie den Kopf nicht in den Sand. Nichts ist so schlimm, dass man es nicht besser machen könnte. Selbst dunkle Wolken verziehen sich wieder und dann lacht auch schnell wieder die Sonne in Ihrem Leben. Geld und Finanzen. Im Moment gibt es keine Garantie, dass Sie mit gewagten finanziellen Aktionen auch Erfolg haben werden. Besser ist es, jetzt etwas konservativer zu sein und sich mit dem zufrieden zu geben, was man bereits sicher auf der Seite hat. Das ist besser, als hohe Verluste zu riskieren. Teenager und Kind. Als Partylöwe wirst du auf der nächsten Fete deinem Ruf mehr als gerecht werden. Doch Vorsicht, denn das Leben als Teenager besteht nicht nur aus Partys. Mehr Ernst im Leben würde dir manchmal ganz gut stehen. Mutter und Hausfrau. Sie sind im Moment richtig genervt, weil sie nichts mehr in Ruhe machen können. Ständig stören die Kinder und brauchen ihre Aufmerksamkeit. Das liegt aber auch daran, dass sie ihnen alles hinterherräumen und sie zu sehr verwöhnen. Wochenhoroskop Wassermann vom 5. bis 11.09.2022. Liebe und Partnerschaft. Sie sollten nicht immer nur sich selbst in den Vordergrund stellen, sondern auch mal an Ihren Partner denken, der Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Nähe braucht. Eine Beziehung ist immer ein Geben und Nehmen und, das darf man nie vergessen, erfordert auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Gesundheit und Wellness. Sie sollten mehr darauf achten, Ihren Körper von innen und von außen zu pflegen. Entspannen Sie sich, gönnen Sie sich etwas Gutes und lassen Sie Geist und Körper zur Ruhe kommen. Dann laden sich Ihre Batterien auch schnell wieder auf. Beruf und Karriere. Endlich endet die Phase, in der es für Sie ständig auf und ab ging. Dennoch sollten Sie auch weiterhin vorsichtig sein und vor allem berufliche Entscheidungen sehr genau abwägen. Single und Flirt. Für Sie ist es sehr wichtig, dass es Freunde gibt. Diese sorgen dafür, dass Sie gefestigt sind und sich auch gut aufgehoben fühlen. Für Sie ist es wichtig zu wissen, dass man auf Freunde bauen kann, vor allem wenn man als Single durchs Leben geht. Geld und Finanzen. Wenigstens mal einen Tag Pause, das würde Ihnen schon richtig gut tun im Moment. Dafür ist das liebe Geld durchaus ein Freudenthema, denn Sie rechnen realistisch und das tut dem Kontostand gut. Teenager und Kind. Auch wenn du dich gerne total absichern möchtest, so kann man Liebe leider nicht planen. Versteck dich nicht, denn die nächste Zeit hat dir einige Flirts zu bieten, die du nicht verpassen solltest. Vielleicht entwickelt sich ja auch etwas Ernstes daraus. Man weiß das nie im Voraus und schon gar nicht als Teenager. Mutter und Hausfrau. Eine mehr genießerische als ernsthafte Einstellung lässt Sie einlenken, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand Ihnen etwas anderes eingeben würde. Oder Sie verderben sich mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne Momente. Werden Sie ruhig, denn vor allem die Kinder sind schon recht genervt von Ihnen. Wochenhoroskop für die Fische vom 5. bis 11.09.2022. Liebe und Partnerschaft. Auch wenn Sie innerlich vor Wut kochen, sollten Sie dringend Ruhe bewahren und auch auf keinen Fall Ihren Ärger an Ihrer Familie auslassen, denn die kann nichts dafür.
Reagieren Sie sich lieber beim Sport auf gesunde Weise ab. Hinterher werden Sie sich besser fühlen. Gesundheit und Wellness. Sie erwarten von sich und vom Leben zu viel und wären daher gut beraten, Ihre Erwartungen etwas herunterzuschrauben. Finden Sie heraus, was Ihnen gut tut und was Ihnen gefällt. Verlieren Sie keine Zeit, sondern fangen Sie gleich damit an. Beruf und Karriere. Sie sind sehr streng mit sich selbst und legen Ihre eigene Messlatte extrem hoch. Darüber sollten Sie allerdings nicht vergessen, dass Sie von Ihren Kollegen nicht dasselbe verlangen können. Single und Flirt. Sie hadern mit Ihrem Schicksal als Single. Doch warum ändern Sie diesen Zustand nicht einfach? Sie haben alles, was Sie brauchen und müssen nur den ersten Schritt tun. Geld und Finanzen. Im Moment sieht es zwar finanziell nicht schlecht aus und die Kasse ist gut gefüllt. Dennoch sollte man sich mal Gedanken machen, wie es vielleicht zukünftig aussehen könnte und etwas mehr auf die hohe Kante legen. Teenager und Kind. Gib ruhig deinem Hang zu schönen Dingen nach. Werde kreativ. Fange an zu designen oder gestalte dein Zimmer neu. Aber auch ein neues Hobby würde sich jetzt gut machen und für Abwechslung in deinem Teenagerleben sorgen. Mutter und Hausfrau. Sie fühlen sich einfach großartig und könnten buchstäblich Bäume ausreißen. Tun Sie das ruhig, aber genießen Sie zwischendrin auch mal den Moment. Gerade als Mutter braucht man viel Kraft und muss sich auch mal Ruhe gönnen.